Hallo und recht herzlich willkommen mal wieder zu einer Neuvorstellung hier auf dem Kanal. Recht herzlich willkommen zu Evil Bank Manager. Ja, Evil Bank Manager ist ein kleines, aber feines, ja, wie sagt man, rundenbasiertes Simulationsstrategiespiel. Ihr seht schon, ja, Evil, ne, also Mittelalter. Ja, es geht quasi darum, dass wir hier so ein kleiner Bankier sind und quasi dafür sorgen werden, dass unsere Bank zu ewigen Ruhm aufsteigt. Wir werden uns so um 16. Jahrhundert bewegen und streben nach Glanz Gloria und werden quasi mit dem Beginn der industriellen Revolution starten. Ist ein spannender wirtschaftlicher Simulator. Ich habe einmal kurz nur angetestet. Sprache ist auf Deutsch, aber ist so ein bisschen Dinglish. Ich hoffe, der Sound und so weiter ist okay. Ist so um 1600. Es gibt eine dynamische, ausführliche Weltkarte dort. Ist von den Machern von, habe ich noch gar nicht gesagt, sorry, von Hamsters Gaming. 10. November erschienen, gibt es aktuell noch im Angebot. Bis 16. November für unschlagbare 8,99. Und ich würde vorschlagen, wir starten mal direkt hier ein neues Spiel. Und können hier verschiedene Nationen wählen. Einmal die Nationen des Westens, sowie auch des Ostens. Ne, die Jas können wir wählen. Die Mamluken. Sukhothai, ich hoffe, ich betone das auch richtig. Und die Kastilen können wir auswählen. Dann natürlich die Österreicher. Die Sistan, ich weiß nicht, ist das Französisch? Auf jeden Fall könnte das hier ein Wappen sein. Ich weiß, bin ja jetzt noch nicht so historisch bewandt, deswegen das ein oder andere absehen. Ich werde mich da auf jeden Fall noch einarbeiten. Die Engländer, Good Old England und die Kasachen. Und man sieht, jedes der einzelnen Nationen, egal ob West oder Ost, haben so verschiedene kleine Boni hier. Und zwar, wenn ich hier Sistan nehme, ich weiß nicht, ob das richtig betont wurde. Wenn nein, tut es mir relativ leid. So, Kosten für die Aufrechterhaltung von Zweigstellen im Land Buyaten sind um 25% niedriger, okay. Sie erhalten 25% mehr politischen Einfluss, haben wir hier. Bei den Österreichern, die Föderale Reserve, okay, fordert 20% weniger Ressourcen. Die Kosten für die Aufrechterhaltung im Land Nassau sind 25% niedriger. Bargeld und so weiter. Auf jeden Fall haben die alle ihre Vorteile. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Good Old England und gehen auf ein neues Spiel. Starten das Ganze. Und warum ich jetzt hier so einen Lademauszeiger habe, finde ich auch total cool animiert hier. Ne? Ist auf jeden Fall, ja, so, oh. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus jetzt hier im Hintergrund. Hier die, allein schon hier die Burgen und so weiter. Natürlich wie alles auf hohe Einstellungen gestellt, sodass ihr da auf jeden Fall alles dementsprechend auch mitbekommen könnt. So, ich finde den Soundtrack auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Gibt auf jeden Fall auch ein Lernprogramm, das können wir überspringen. Also die meinen ein Tutorial. Das ist auch hier unser, ihr seht schon, rundenbasiertes Menü. So, was haben wir jetzt hier? Bedingungen des Sieges, das heißt, bis wir jetzt zu Glanz und Gloria gereift sind. Ein Spiel dauert insgesamt 200 Züge. Als erster des Bundesreservesystem bilden. Ach, als erster das System bilden und 100% des IWF abkaufen. Okay, also den Internationalen Währungsfonds. Des Weiteren. Ihr seht schon, die Übersetzung ist jetzt nicht so gerade dementsprechend super. Okay, das heißt wohl, es geht weiter. So. Was müssen wir machen? Gehen wir auf die Karte über. Also, ich hoffe, das wird noch angepasst. Mit der deutschen Sprache ist noch ein bisschen tricky. Und wir klicken mal auf die Karte. Okay. Öffnen wir den Zugang in diesem Land, um Zugang zum Eigentum zu erhalten. Okay. Aha. So, wir haben hier auf jeden Fall eine coole Karte. Guck mal, wir können hier richtig schön die ganze Welt betrachten. Ne, die Welt gehört uns. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es echt nett gemacht.
auch hier mit diesen ganzen Animationen, die gucken wir uns gleich mal an. So, Zugang zum Land. Okay. Das heißt, wir können auch noch, guck mal, weiter in die ganzen englischen Northumbria gehen, zum Beispiel nach Merthyr, nach Ostengland, Westflandern, Wessex. Ne? Also alles, was damals so Bestand hatte. Und auch die Animation finde ich jetzt hier toll. Mit den einzelnen Sachen. Flämische Region Österreich, England und so weiter. Wir klicken auf Weiter. So, jetzt sind wir dann in Hochin drin. Das ist Westirland. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Je größer das Land ist, desto teurer seine Aufmachung kostet. Ich denke mal, desto schwieriger ist es gemeint, dass man hier investieren kann. Okay, wir gehen mal auf Öffnen. Öffnen heißt, wir öffnen hier ein Kontor und haben jetzt hier quasi in dem Land was eröffnet und gehen zurück zu unserer Hauptstadt. So, das hier ist die Hauptstadt und da befinden wir uns aktuell. Und für jegliche Geschäfte brauchen wir Manager, okay. Das heißt, wir müssen Mitarbeiter dementsprechend einstellen, zum Beispiel der Spionage. Da klicken wir hier drauf. Und dann haben wir hier einmal das sogenannte Stabsquartier. Ich finde das auch sehr schön animiert, meiner Meinung nach. Und über diesen, ja, über diese Holzfigur, nenne ich es jetzt mal, können wir dann Leute einstellen. Und jede Abteilung braucht bestimmte Fähigkeiten der Manager. Wir gehen mal auf Suchen. Jetzt wird das überblendet. Das können wir nicht die Fähigkeiten sehen. Können wir das hier irgendwie... Lothar Esser. Auf jeden Fall Manager. Wir stellen jetzt einfach mal ein. So, um den Manager mit der Arbeit anzufangen kann, muss man ihn in die Abteilung stellen. Okay, der soll in die Abteilung Investitionen. Das heißt, wir klicken jetzt, glaube ich, hier drauf. So, ja, jetzt haben wir den zugewiesen. So, zur Suche der Varianten von Investitionen brauchen unsere Manager Zeit. Okay. Ah, das heißt, die sichten jetzt quasi Aufträge oder ja, Investitionspotenzial ja, für unsere Ländereien hier. Und damit müssen wir einmal eine Runde überspringen. Wir haben jetzt Winter im Januar. So, jetzt sind wir auf der Frühling im April gesprungen. Und jetzt sind wir jetzt hier und schauen mal, was die Investoren hier für uns herausgefunden haben. Wie gesagt, hierüber stellt man Personal ein. Und hier hat man dann die Kaufangebote mit dieser Tür, so wie ich das richtig verstanden habe. Und jetzt kommen wir hier in Westirland, in Hochin oder wie man es auch immer ausspricht, für einen Kaufpreis von 4.874 Gulden. Der Grundpreisbetrag, das, oder was ist das hier? Königliche Münzen erzeugt Korn. Das heißt, wir können jetzt hier einen Landstrich kaufen, wo wir Korn produzieren. Nicht schlecht, kaufen wir dieses Eigentum. Okay, das machen wir. So, zur Erwirtschaftung des Gewinns braucht man Zeit. Das heißt, jetzt müssen wir warten, bis wir da Gewinn verbuchen. Und wir werden dort auf jeden Fall wieder weiterspringen. So, wir wechseln hier in die Reserve Gold auf der Börse. Okay, das heißt, hier ist die Börse. Das heißt, da können wir handeln später. Okay, um nicht viel Zeit zu verlieren, verkaufen wir alles, was wir haben. Okay, verfügbare Mittel. Das heißt, wir verkaufen alles. Warum verkaufen wir alles? Können wir das hier angucken? Nee. Ist auf jeden Fall ein Tutorial. Zack. So. Was sollen wir jetzt machen? Stellen Sie einen Mitarbeiter der Spionage ein. Ah, Spionage haben wir hier. Ah, guck mal, da haben wir sogar hier so Erklärungen dazu. Korrupte Regierungen, ob es die andere gibt. Hä? Unsere Manager aus den Abteilungen führen die für uns benötigten Verhandlungen mit besonderen begehrlichen Beamten durch. Ah ja. Und verstärken unsere Einwirkung der Ländereien. Okay, wir können hier draufklicken. Dann können wir hier zum Beispiel Spionage betreiben, indem wir einfach hier erstmal eine Person einstellen. Ah, der Lohn, Kredite, guck mal, da können wir auch Leute einstellen, gehen wir auf Suchen, Spionage Stufe 3, was beeinflusst das? Beeinflusst die Anzahl der von Bankwache erzeugten Angstpunkte, okay, das heißt, da können wir wahrscheinlich Leute erpressen oder denen eine
Falle stellen. So, jetzt müssen wir den Herrn Gerd Pfeiffer noch aktivieren. Okay. So, dann haben die Aufgabe dementsprechend abgeschlossen. Jetzt müssen wir wieder in die Abteilung investieren. Eigentum. Ah, guck mal. Hier sucht unsere Bank das Eigentum zum Kauf. Ah, das ist mit den Regionen, wo wir uns quasi weitere Ländereien wohl erwirtschaften können. Hier oben haben wir unser Gold. Das ist unser Eigentum, was wir haben. Und das sind wohl die laufenden Kosten. Können wir das hier... Ah, guck mal. Können wir uns das Gehalt angucken, unser Manager. Dann die Steuern, die wir zahlen müssen. Und die Farmen, die wir haben. Wir haben eine Kornfarm gekauft. Industrien, Immobilien und die Pracht. Was auch immer sein mag, haben wir bisher noch nicht. So, das heißt, wir gehen hier wieder drauf und gehen hier auf die Tür und sagen guten Tag und möchten die Hütte eines Waldarbeiters kaufen. Der Baum. Das Wasser. Egal. Auf jeden Fall können wir jetzt zu einem Kaufpreis das Ganze kaufen. Das ist der eigentliche Grundpreis. Das heißt, wir kaufen auf jeden Fall günstig. So. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt ist das Tutorial vorbei, oder wie? Gut, jetzt gehen wir mal auf die nächste Runde. Ah. Bilden Sie die neue Waffenpartieabteilung, der Waffenraum. Okay, wollen wir das? Investieren Sie ins Eigentum. Okay, wir müssen nochmal investieren. Was können wir denn noch kaufen? Ach, die Fellmanufaktur. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall Felle. Das können wir auch noch kaufen. Ah, guck mal, jetzt haben wir nicht mehr so viel. Das heißt, wir haben Eigentum erwirtschaftet. Okay, können wir uns hier nochmal angucken. Jetzt die Kosten, die laufen dann. Okay, das passt. Der Baum. Aha. Das heißt, wir haben einmal Farmen, Industrien, Felle. Okay. So, Waffenpartie, wo haben wir das denn? Produziert, was ist das? Produziert Waffen? Waffenraum. Was war da drauf? Jo. So, jetzt können wir hier Waffen herstellen. Bilden Sie einen Waffenraum, okay. Aber wie viel soll ich denn da produzieren? Das heißt, ich kann in die Zwiebel... Eine Armbrust kann ich hier herstellen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel sollen wir davon herstellen? Also 10 Stück. Steht da keine Anzahl jetzt? Okay, hier sehen wir auch dann, wie viel Materialien wir brauchen. Bäume 3 und 4. 270 haben wir. Verfügbare Arbeit. Ah, okay, das heißt, wir können maximal 600 Punkte an Arbeit verbrauchen. Okay. Stellen wir so 20 her. So, dann bestellen wir das mal. So, jetzt haben wir das bestellt. Jetzt ist die Aufgabe abgeschlossen. Okay. Gehen wir mal auf die nächste Runde. So, bilden Sie neue Waffenparteiabteilung, Waffenraum. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, hier können wir jetzt auch wieder welche herstellen. So. Nur ein paar mehr. Wir können das gleich so teilen. So, jetzt haben wir es hergestellt. So, was sind die laufenden Kosten? Jetzt haben wir Waffen produziert. Wieder dann das Haus noch kaufen. Erzeugt Gold, okay. Das heißt, hierdurch kriegen wir Einnahmen. So, dann beenden wir den Zug mal wieder. Ah, okay. So, bilden Sie die neuen Waffenabteilungen aus. Das heißt, wir können wieder weiter herstellen. Gold haben wir weniger. Öffnen Sie das neue Land. Das heißt, wir müssen, glaube ich, ein neues Land jetzt hier auswählen. Wir gehen mal auf die Karte. Das finde ich auch sehr, sehr toll gemacht. Das ist ja das, was wir jetzt hier haben. Hier ist Ostengland. Da brauchen wir ein bisschen Geld.
und können hiermit, glaube ich, eröffnen. Das machen wir gleich. Gucken uns gleich mal die Länder so ein bisschen an. Das heißt, guck mal, wir haben jetzt hier die einzelne Region. Wir können ja auch noch reinscrollen. Wir haben jetzt hier Westirland quasi. Da ist auch unsere Bank. Ostirland, gehört zu England, können wir dann noch erwirtschaften. Und auch hier diese Wessex, die ganzen Orte. Und auch hier, guck mal. Ah, es ist Frankreich, ja. Hier die einzelnen Banner, die Bretagne, Parma, Österreich, Osterburgund, westliche Romandie, die Lombardei. Und hier haben wir dann auch. Mal, wie tief man hier reingehen kann. Nordrhein, ne? Westhessen, Südwestfalen. Ne? Also sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und hier können wir noch weitergehen in die Ostländer, ne? Moldawien, Krim, die Walachei. Sieht auf jeden Fall cool aus. So. Müssen wir auf jeden Fall hier noch ein neues Land eröffnen. Aber ich glaube, wir haben vom Geld her, müssen wir mal gucken. So. Ist der Reichtum. Konkurrenten haben wir keine. Kraft der Armeen. Investitionsbeträge, der Reichtum. Die Maximalinvestition. Zugängliche Regionen, Mitbewerber. Die könnten wir jetzt hier verbessern. Das wollen wir aber nicht. Können wir das öffnen? Nee, können wir nicht. Weil wir, glaube ich, nicht genug Geld haben. Das heißt, wir hatten aber doch. Wir gehen mal in unsere Hauptstadt zurück. Wir hatten doch Waffen gebaut. So, wir können ja noch mal ein paar Waffen herstellen. Was ist das hier? Hier können wir dann auch später Verbesserungen machen, wenn wir Steine haben. Und Stabsquartier Stufe 2. Okay. So, wir stellen einfach noch mal Waffen her hier. So. Ich glaube, die Börse können wir jetzt verkaufen. Die Waffe. Guck mal, jetzt können wir hier hingehen und können jetzt hier mit Geld verdienen, dass wir die Sachen einfach verkaufen, die wir hergestellt haben. Guck, hier haben wir Felle. Guck mal. Die können wir beispielsweise auch verkaufen. Dann haben wir noch die Sachen, die die Industrie quasi herstellt. Gut, die Bäume, die. Die Landwirtschaft, hier haben wir nichts. Das heißt, wir können alles verkaufen. Und haben jetzt wieder 6000 Kapital zur Verfügung. Und hier steht jetzt, eröffnen Sie das neue Land. Aber was da jetzt gemeint ist, das ist natürlich eine echt coole Frage. Wir können auch hier Ereignisse uns einblenden lassen. Wir können auch auf die Karte zurückgehen. Was meint er denn jetzt? Eröffnen Sie ein neues Land. Guck mal, wir haben schon ein bisschen mehr Geld. Das heißt, wir bräuchten hier 26.000. Damit wir. Nee. Boah, so viel Geld, wie wir brauchen. Die Frage ist immer. Ach, guck mal, hier können wir uns auch noch die Investition anschauen. Hier sehen wir dann die Sachen, die wir dann bekommen. Wie kann ich denn ein neues Land einstellen? So, jetzt sind wir wieder in die Hauptstadt. Banken und Kredite verschiedener Art von Regionen. Ah. So, wir gehen mal hier rein. Was haben wir hier? Kredite. Schulden in Bearbeitung. Okay, was haben wir denn? Das können wir hier machen. Verschiedene Regionen gewähren nicht rückwirkende Kredite, falls sie Kredite zurückgeben. Okay. Erlaubte Gebäude bis auf gleichen Level zu verbessern. Hier brauchen wir noch Regionen 2. Das heißt, wir könnten natürlich, wenn ihre Schulder ihre Kredite nicht zurückgeben, Beschlagnahmung, da können wir die Garde losschicken. Föderale Reservesystem ist noch aus. Was können wir denn bei Spionage machen? Nee, da können wir noch nichts machen. Das können wir upgraden, ist das, glaube ich, hier. Hier können wir Aufträge machen. Eröffnen das neue Land. Was ist denn damit jetzt gemeint?
Investitionen können wir jetzt wieder tätigen. Haben wir leider keine. Keine gefunden. Immobilien vielleicht. Das können wir verkaufen. Hier haben wir ein Haus. Da haben wir auf jeden Fall Gewinn. Industrien. Landwirtschaft haben wir. Und natürlich auch hier die Fellproduktion. Banken der Mitbewerber. Gibt's nichts? Nö. Gibt's nix. Keine Ereignisse. Hm. Krieg, Statistiken. Gehen einfach mal eine Runde weiter. So, verbessern Sie die Beziehungen zum Land Hochin. Waffen können wir wieder dementsprechend produzieren. Grundressourcen. Was ist das denn hier? Ah. Landwirtschaft, Immobilien. Ich muss mich da erstmal in das Menü so ein bisschen reinfuchsen. So, hier können wir jetzt wieder Sachen herstellen. Armbrüste können wir nicht, weil wir haben ja kein Eisen. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal so ein paar Sachen herstellen. Bestellen. Wir könnten dann jetzt hier wieder hingehen. An die Börse. Machen wir alles verkaufen, unsere ganzen Geschichten. So, haben dann 8500. Könnten auch jetzt Sachen kaufen, wollen wir aber nicht. Oh, der Krieg begann. In 5 Zügen findet ein Kampf zwischen den Regionen, was? Nogia und, boah, Mahara statt, okay. Mhm. Interessant. Gehen wir zurück hier auf unsere Karte. Wie kann ich denn die Beziehung verbessern? Maximalinvestitionen. Ah, guck mal, hier kann ich was verbessern. Ah, guck mal. Da kann ich jetzt die Beziehung verbessern, indem ich einen Summit, okay, die Konferenz einberufe, eine Verhandlung mache. Oder führen Sie Verhandlungen mit den Regionen des Landes, um das Verhalten zu Ihrer Bank zu verbessern. Das heißt, wir können uns mal treffen hier und machen so. Ah, guck mal, wir sind plus 2 gestiegen in der Beziehung. Die Neutralität, okay, das ist gut, das weiß ich nicht, deswegen klicke ich das nochmal an. So, 640, das sieht schon mal besser aus. So, das haben wir jetzt gemacht. Details, also die Luxusressourcen, die Immobilien, die es hier gibt, die Landwirtschaft. Das ist Hochheim. Ist ja hier die Burg, okay. Und wie kann ich jetzt hier auf Westengland rüber? Oder gibt es da noch weitere Regionen? Nach Schottland könnte ich rüber. Aber wie komme ich denn jetzt in die anderen Länder? Das ist jetzt eine gute Frage. Gehen wir mal wieder zurück. Habe ich schon verbessert, Kollege. Gut, okay. Eröffnen Sie das neue Land. Welches neue Land? Auch Kollegen, ey. Unser Farm verwalten. Können wir da mal drauf gehen? Gewinn pro Jahr, Kosten pro Jahr. Nee, da ist nichts. Hm. Gute Frage. Ja, Leute, ich werde mich da noch so ein bisschen durchfuchsen. Dann werde mal schauen, ob ich da auf jeden Fall eine Lösung finde. Das war jetzt erstmal hier so ein kleines Angespielt zu dem Spiel Evil Bank Manager. Oder Evil Bank Manager, je nachdem, wie man es ausspricht. Oder Evil Bank Manager. Ja, ist so ein ja, recht rundenbasiertes Spiel. Hat ein bisschen was mit Geschick zu tun, wobei mich so ein bisschen, ja, es hat auf jeden Fall viel versprechen. Der Soundtrack ist auch ganz cool gemacht. Das Ganze drumherum hier von der Steuerung ist sehr einfach gehalten. Wobei, meiner Meinung nach, ich hier diese deutsche Sprache so ein bisschen, schwere Sprache, so ein bisschen nicht ganz verstehe. Ist noch ein bisschen frei übersetzt. Ja, das war die Runde angespielt, Evil Bank Manager. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, packt's bitte, ja, schreibt Kommentare, gebt Daumen für das Spiel. Und wenn ihr es selber kaufen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Für 8 Euro und, was war das jetzt, 99 könnt ihr das erwerben. Für Freunde, ja, von Wirtschaftsaufbausimulationen und rundenbasierten Spielen. Wenn ihr natürlich auch mehr Folgen sehen wollt, Leute, fleißig Daumen geben, Kommentare setzen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.